An der Stelle natürlich auch für YouTube. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ihr seid alle zu nichts nütze. So, wen sollen wir denn mitnehmen? Schade, dass die Questreihe hier irgendwie komplett auf Englisch ist. Ich dachte, ich habe die auf Deutsch drin. Kommt mit. Wird Zeit. Geht dich ein Scheißreck an, wo wir hingehen. Mine. So, beseitigt die Präsenz, die die Mine heimsucht. Okay. Quest ist ausgewählt. Wo muss ich denn hin? Ich sehe nichts. Ach da. Ist ja nicht mal so weit weg. Könnten wir eigentlich von hier vielleicht den Berg hoch? Oder hier rein? Ich weiß es nicht. Ich würde mal von hier aus loslaufen. In der Hoffnung, dass wir da hochkommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh. Nett. Ja, was ist das denn? Wer schießt denn da noch? Das kommt von da drüben irgendwo. Alter, ich bin fast. Yo. Warum werde ich hier einfach instant angegriffen? Das ist doch scheiße. Das ist nicht in Ordnung. Können die doch nicht machen. Weißt du, der Weißen Felsen ist doch sogar schon abgeschlossen. Warum? So, wir wissen, dass da oben jemand ist. Ah, verflucht. Aber ich sehe die auch nicht genau. Und ich habe das Gefühl, dass wir keinerlei Chance haben. Ich meine, einen Treffer haben wir, aber wir werden wieder sterben. Okay, wir würden also unseren Marsch vielleicht nicht unbedingt vom Waisenfelsen aus antreten. Aber vielleicht können wir uns ransneaken. Wirklich von hier. Halte ich fast für die sichere Möglichkeit. Da oben war. Wer baut denn auch da oben eine Mine? Da kommst du auch kaum hin. Was ist denn, wenn du mal einen Radlader brauchst oder so? Da bist du aufgeschmissen. Und vor allem, wie genau komme ich da hoch? Ich meine, irgendwie muss es gehen. Da ist auch noch ein Hügelgrab. Was ich in der Tat sehr interessant finde. Komme ich vielleicht hier schon hoch? Wir probieren mal. Ich meine, hier kann man ja zumindest schon mal laufen. So, dann hier hoch. Ich glaube, das geht. Dann sparen wir uns einfach mal den weißen Felsen. Das ist auch wirklich gemein. Machst eine Schnellreise und wirst halt einfach direkt angegriffen. Ob du willst oder nicht. Komme ich hier langsam und beschwerlich, aber bis jetzt. Könnte klappen. Ja, komm schon. Komm schon. Ja, sehr gut. Komm, jetzt haben wir es fast geschafft. Das Stück schaffst du auch noch. Super. Dann würde ich nämlich gerne hier einfach mal gucken. Da unten sagst du. Wir schauen mal. Aua. Wieder den Knöchel verknackst. Was genau ist hier? Nix. Okay. Da unten.
Ich bin ja mal gespannt, wovon genau diese Mine bitte heimgesucht werden soll. Wir wissen alle, Geister gibt's nicht. Ich meine, gut, im Himmelsrand schon, aber nee. Angenehm. Angenehm. Ist eh bloß Blödsinn drin. Mehlsack. Das nehmen wir alles. Dann wird hier mal gespeichert und wir gehen einfach mal rein. Was soll schon passieren? Spinny, lauf doch nicht weg. Auf jeden Fall können wir wieder Pilze sammeln. Schon ein bisschen eklig hier. Okay. Diese Spinnenbeben sind halt problematisch. Und warum ist die so groß? Aber ich denke, wir bekommen das schon hin. Hallo, hör doch mal auf. Hey, was war das denn? Was war das? Verstehe ich nicht. Das. Aber sonst ist alles okay, sagst du, ja? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. So, das kriegen wir doch bestimmt irgendwie hin. Einmal, nein. Einmal kurz hier. 71 schon. Cool. Eine kleine Heilung. Oh, wir haben nicht mehr viele Heiltränke. Wir sollten mal wieder was herstellen. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Wow. Geisterspinnen. Da kommen jetzt aber nicht immer mehr, oder? Nicer Move, ich habe einen Geist erstochen. Ich habe das Gefühl, das war's noch nicht. Aber auf jeden Fall war diese Spinne besessen. Und das allein ist ja schon ein bisschen gruselig. Aber passt ja auch, ne? Ist ja bald Halloween. Was sehen meine müden Augen denn hier? Haben wir da vielleicht... Wow. Alter, erschreckt mich diese ohne Leiche. Haben wir da vielleicht schon mehr übersehen? Schade. Sind hier vielleicht auch schon irgendwelche Ärzte gewesen? Ich glaube nicht, oder? Nee, sieht nicht danach aus. Na dann. Wollen wir mal. Dankeschön. Können wir bald wieder schmieden. Dankeschön. Weißt du, unsere Begleitung könnte uns ja auch einfach mal ein bisschen helfen. Das wäre echt nett. Ich weiß nicht, warum er da jetzt nochmal drauf geschlagen hat. Ich habe gar nichts gedrückt. Ach, komm.
komm, beeil dich doch mal. Es ist doch bloß Eisen. Dankeschön. Salz. Nein. Brauche ich, denke ich, nicht. Was ich brauche, ist Eisen. Ich würde hier voll gern so eine Eisengolem-Farm bauen. Was willst du mehr? Unendliche Eisen. Ah, das wäre so gut. Ob es dafür eine Mod gibt? Spitzhacke. Oh, ein Buch. Schmiedekunst verbessert. Und wir sind gleich auf Stufe 29. Angenehm. Angenehm. Keine Erze. Aktuell ist hier gar nichts. Hä, was? Warum habe ich jetzt so eine komischen Blick gehabt? Und warum habe ich jetzt schon... Hä? Jo, was bist du denn? Spukschatten? Ist ja blöd, dass er genau jetzt aufgestanden ist. Kein Seelenstein ist groß genug. Schade. Um die Stufe kümmern wir uns gleich. Ist das vielleicht dieser Geist gewesen, der uns das hier gerade einbrockt? Jetzt ist da schon wieder ein Skelett. Ach, und da drin ist also auch nochmal ein... Okay. Ich glaube, die sind daran schuld. Gewälzte Nordkriegsspitzhacke brauche ich halt echt nicht, ne? Den könnte man eigentlich mal verkaufen. Ist ja zumindest ein bisschen was wert. Aha. Warte mal, nordische Dwemer-Klinge? Yo, die ist echt hübsch. Bringt mir nur leider nicht viel. So, was haben wir hier noch? Das ist auch Skelett. Ja, ist bestimmt bloß Müll drin. Äpfel, klar. Okay, wie viele dieser Spukviecher werden hier noch auf uns warten? Ich meine, ich würde halt gern vorankommen, ne? Und die anderen wollen auch noch auf die Probe gestellt werden. Das ist leer. Und wo muss ich denn hin? Ich kann da hoch. Bestimmt gibt es hier Erze, oder? Erze? Nein? Ist nicht dein Ernst. Komm schon. Och nein. Warte, war das gerade was? Nee, das ist nur die Bank, ne? Ach, komm schon. Das ärgert mich jetzt. Die Dralle Agonische Maid, Band 1. Nehmen wir mit. Das Fass ist leer. Ja, hier ist eh nichts drin. Karotten. Hm. Da drüben, zumindest noch zwei Fässer. Aber... auch nichts wirklich Interessantes. Oh, ein Skelett. Mit 6 Septim, immerhin. Kohl brauche ich nicht. Grüne Äpfel brauche ich auch nicht. Kann ich leider sowieso nicht essen. Oh. Was haben wir denn da? Habe ich tatsächlich eine Eisenader übersehen? Da muss ich da wohl leider doch nochmal hoch. Es tut mir leid. An die Silbererz. Noch besser. Gefällt mir.
So, dann wieder runter. Und der Spuk wird vermutlich weitergehen. Wer oder was bist du? Hallo? Ich will jetzt nicht unbedingt spielen. Ich will nicht für immer und ewig spielen. Wartet, wer seid ihr? Ja, was heißt Angst? Aber ich... Weißt du, ich muss arbeiten. Ja. Yo, da ist jetzt nicht wirklich ein Geisterdrache. Wollen die mich überhaupt komplett verarschen? Weißt du, kein einziger Heiltrank, weit und breit. Aber ich soll gegen den Geisterdrachen kämpfen? Hä? Okay. Garfne hier dir. Jo! Warte, neue Stufe. Ausdauer, Gesundheit. Mehr Gesundheit wäre eigentlich schon lässig, ne? Andersrum, mehr tragen. So, macht es denn Sinn, hier irgendwie zufälligerweise etwas zu skillen? Wie zum Beispiel Schießkunst. Überspannen geht nicht, hier geht's nicht weiter. Ruhige Hand. Die Zeit um 50%. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Adlerauge haben wir. Wie schaut's hier aus? Mächtiger Schuss. Ist an sich nicht schlecht. Außer den größten. Was genau ist jetzt der Größte? Ein Drache? Hier ist, glaube ich, inzwischen alles eher Richtung 80, ne? Oh, das wäre voll cool. Wilder Schlag. 25% Zusatzschaden. Ach, habe ich sogar schon gelernt. Wir müssen nur noch auf Level 100, dann können wir das machen. Cool. Gemetzel. Ja, Kriegsäxte benutze ich halt eigentlich nicht, ne? Wir könnten natürlich auch direkt auf Schmiedekunst gehen. Orkische Schmiedekunst, was ist hier? Dwemer weiß ich nicht. Magische und Waffen verbessern kann ich leider noch nicht lernen. Das Schuppenzeug könnten wir machen. Bringt aber jetzt auch noch nicht so viel. Dann wäre tatsächlich, glaube ich, nur noch Alchemie interessant. Und wenn da gerade auch nicht... Ja... Wenn da gerade auch nichts geht, dann machen wir erst was anderes. Oh, das wäre echt gut. Brauche ich aber erst 30. Das wäre zwar interessant, aber brauchen wir jetzt nicht. Dann können wir uns den Level eigentlich erstmal ein bisschen sparen. Hä, und plötzlich ist niemand mehr da. Ich speichere mal. Da baut jemand ab. Ich weiß nicht. Das ist mir alles irgendwie nicht so ganz geheuer, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, ich dachte, hier ist wieder jemand mit dem Unsichtbarkeitstrank, der so tut, als wäre ein Geist. Aber das ist... Das ist gerade schon nicht ohne. Eine geile Quest. Auf jeden Fall. Und ich bilde mir ein, dass das hier immer länger dauert. Da ist unsere Geisterbraut wieder. Ja, haben wir jetzt genug gespielt? Ja, ich habe ihn gesehen. Wer war das?
Okay, er ist also ein Arschloch. Okay. Tut mir wirklich leid, dir das zu sagen, aber du bist halt nicht mehr so ganz lebendig. Du bist ein bisschen tot. Okay. Immerhin weiß sie das. Wenn ihr tot seid, warum seid ihr dann immer noch hier drin? Okay. Sie ist also unschuldig. Das ist der andere Typ. Oh. Ja. Und warum glaubt ihr, dass ich helfen könnte? Ich soll hier irgendeinen Geist austreiben? Ich könnte sie austreiben. Ich habe den Drachen nicht getötet, ich habe bloß einmal geschossen. Na gut. Okay. Okay. It will make him mad, and he'll probably come after you again, like when you killed the others. Okay. I better go before he comes back. He won't like me talking to you, but I'll try and see if I can talk to you later. Das ist sehr lieb. Also wir müssen hier wohl ein paar Minenarbeiter noch killen, die nicht mal mit ihr reden. Wie komme ich denn da rüber? Es muss ja irgendwie einen Weg geben. Denke ich mir. Karte. Aha. Aha. Wir können ja mal gucken. Irgendwas leuchtet da vorne rot. Oder sollte ich erst hier unten gucken? Hallo Skelett. Selbst hier nehme ich nicht mit. Ich meine, wir müssen auf jeden Fall ganz runter. Die Frage ist, wo genau geht es ganz runter? Immerhin, hier geht es schon sehr tief nach unten. Wow. Böse Präsenz. Wow, die sind... Alter, die sind überall. Alter, ich... Das werden wir auf keinen Fall überleben. Auf gar keinen Fall werden wir das überleben. Hier, letzte Heilung. Pam. Okay. Böse Präsenz, Kopf ab. Okay, ich wollte eigentlich... Ich glaube, wir müssen da runter, aber vielleicht sollte ich doch erstmal da oben schauen. Vor allem sollte ich mich erstmal heilen. Schön, Hannah, ich versuch's. Was soll ich als nächstes machen? Ich will ja nicht noch tiefer runter. Und da kam ich. Nee, von hier kamen wir. Ich will mich, glaube ich, doch erstmal ein bisschen umschauen.